Hallöchen, liebe YouTuber und YouTuberinnen. Ich bin Fallapfel und wir sind hier mit einem Let's Play Together sozusagen. Und in Invasion Survival Stories. Und wir machen hier ein PvP 2 gegen 2. Und in meinem Team ist Blackman LP. Und im gegnerischen Team ist Daniel LP. Und DCTV Let's Play. Ja, und zu den Regeln. Nennen wir euch. Das ist ja super. Dass ihr seid das Daniel-Team einfach mal. Daniel-Team geht jetzt dort hinten zu der Straße rechts lang und das Blackman-Team geht die linke Straße lang und wir kämpfen um Smallville. Das ist das, die liebe Stadt hier. Seht ihr jetzt bei mir kurz in meiner Aufnahme. Das ist Smallville, das kleine Städtchen hier. Ein beliebter PvP-Ort. Ja, und die Regeln sind irgendwie so gelegt. Es geht bis zum Blut. Es gibt keine Sniper. Wir kämpfen ohne Sniper. Aber wir haben soweit alles am Equip, was man so haben kann. Und nicht wundern, wenn wir dann mal kurz schreiben, heb uff, jung oder so. Nämlich, wir haben so festgelegt, dass wir dann kurz Pause machen, dass der andere nämlich das Equipment aufheben kann. Wir wollen unser Equipment nämlich nicht verlieren. Und deswegen wundert euch da nicht, wenn wir kurz mal nicht aufeinander schießen. Ist ein bisschen komisch, aber wir sind ja auch Freunde und wir üben ein bisschen PvP, dass wir ein bisschen besser werden. Und dann würde ich sagen, sind wir doch fertig hier, oder? Das war's ja. Schon an Regeln. Genau. Würde ich auch sagen. Können wir loslegen. Genau, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in Smallville unten im Gefecht und ihr dürft dann auch mal den TS-Channel wechseln. Ganz genau. Also Leute, bis gleich. Ja, man trifft sich. Ciao, ciao. So, dann lass uns dann mal runterlaufen und dann, wenn wir dann fertig sind, dann wer geht denn runter? Wir oder? Ja, wir beide. Buddy left your channel. Ja, natürlich cool gewesen, wenn sie uns jetzt noch ihren Geheimplan hier verraten hätten. Ja. Das war jetzt die Test nochmal. Ja, ich teste auch mal. Buddy left your channel. Buddy joined your channel. Witzig, oder? Wieso höre ich euch immer noch? Ja, weil wir da. Wir müssen doch erstmal sagen, dass wir angekommen sind, jeder. Sonst ist doch. Ja, sonst rafft ihr. Ach so, ja, ja, okay. Oh, Zombie. Da gedenkt ihr, ich war in dir. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Eben schon. Meine Eier schwitzen ein bisschen gerade. Was kommt mir irgendwie bekannt vor, mit den Eier schwitzen? Das hatte die Peace-Meet-Leute bei Call of Duty mal gesagt. Sagte, ey, meine Eier schwitzen so sehr, dass ich auf dem Stuhl festgelegt. Oh Gott. Ja, ich muss sagen, dieses Training ist ja bitter nötig gewesen, da wir ja im letzten Part, wo wir das mal so ein bisschen versucht haben, ja so dermaßen gefailt haben. Nimmt ihr das raus? Ja. Ja, natürlich. Wieso ist das so eine Scheiße? Jetzt habt ihr das drauf, dass wir meine Eier schwitzen und ich aufgeregt bin. Ja, das ist alles. Wir haben davon die Aufnahme gestartet. Ja, beendet aber auch, damit wir hier wieder anfangen zu schneiden. Nee, na, ein bisschen was muss ja zusammenkommen, ne? Ja, also wir wären dann, glaube ich, da. Wir auch. Schweine. Oh Gott, ich bin nicht aufgeregt. Können wir nicht aufhören? Wir können ja wieder zurückgehen. Lass uns mal irgendwo da hinten in der Stadt ein Eis essen. Das ist eigentlich viel besser. Ja. Ja, gut. Boah, mir juckt die Kimme, ey. Okay, wir kommen zurück zu meiner Aufnahme. Okay, dann da hatte ich jetzt auch schon mal. Mir juckt die Kimme, ich glaub's nicht. Mir juckt die Kimme. Kennst du das nicht von Joko und Klaas? Mir juckt ja, die Kimme. Ja, ich weiß. Bei jedes Mal, wenn er jemanden fragt, ja, egal. Okay, wir zwischen jetzt erstmal den Channel nach unten, dann können wir die anderen beiden. Ja, wir starten jetzt direkt, damit ihr ja, Bescheid wisst. Wir starten auch. Okay. Alles klar, dann viel Spaß. Good ja, luck und sich, have ne? fun. Ja, ne? Viel Spaß dabei. Buddy left your channel. Der andere? So, sind wir jetzt nur noch zu zweit. Ja, jetzt können sie uns nicht mehr hören. Ja. Das ist ja super hin. Buddy joined your channel. Buddy left your channel. Jetzt haben sie sich wahrscheinlich durch die ganze... Lecky? Ja? Wo bist du denn? Drück ja, ich einen nicht, runter. Eine runter einfach nur. Eine runter jetzt. Okay.
Buddy left your channel. Oh Scheiße. Buddy left your channel. Ja, und die Stimme, falls die mit aufgenommen wird von dem TS, das ist Duke Newtons Stimme. Bei mir nicht. Wo bist du denn? Meinst du, wir sollen uns so weit trennen? Was heißt so weit? Also ich bin beim Berg. Ja, ich sehe es ja, aber ich bin jetzt gleich hier oben bei dem anderen Dicken. Felsen. Da muss man ja auch immer aufpassen, dass nicht ein Zombie dir auf den Sack geht, ne? Das auch noch, ey. Ja, das ist schon ganz schön. Mein Gott, ach, ey. Manchmal. Aber ich schwitze auch hier. Wo sind die? Ich glaube, die umlaufen uns bestimmt. Ah, ja. Hätte man jetzt auch. Nimm mal das Fernglas und schau mal ein bisschen. Na, ich kann ja mit meinem Dings auch sehr weit gucken. Ja, ich kann halt vierfach Vergrößerung gucken. Die Metallberge hier. Ja. Aber wir dürfen auch nicht so weit rumlaufen. Ich sehe hier schon mal nichts. Außer die Zombies an der Wand. Boah, jetzt komme ich hier nicht hoch, der glitscht. Oh. Also wir müssen unbedingt erstmal an den Zaun da. Wo, da bin ich jetzt. Und nicht rennen, ne? Nicht rennen. Was kommen meine ganzen Scheiß. Wollen wir jetzt. So. Haben wir schon mal irgendwie so eine gewisse Ausgangsposition? Ich glaube, die benutzen dann die Zombies so ein bisschen als Detektor, kann das sein? Ja. Da ist ein Zombie. Ah, da sind ein paar Weiber. Spawnen hier schon wieder. Die Hechtsuppe. Oh, halt auf zu kloppen hier in dem Haus. Das erschreckt einen total. Und rumstöhnen. Oh, wir müssen irgendwie mal in ein Haus, glaube ich, rein. Ja. Wäre ganz gut. Irgendwie so ein bisschen offen gerade. Ja. Na, das Haus hier, wo sie kloppen, das ist zu. Da vorne ist die Tankstelle. Okay, also von vorne zumindest sehe ich jetzt schon mal keine Bewegung. Warte mal, ich glaube, ich habe da gerade in der Feuerwehr hier was gesehen. Habe ich da jetzt richtig gesehen? Das war kein. Ach, das war ein Zombie, okay. Boah. Da kommt ein Zombie. Oh Mist. Was denn? Boah, wer häkelt denn jetzt hier so? Achso, hast du abgeschossen. Ja, da kam ein Zombie. Ich geh mal in das Auto. Für mich hat sich das jetzt so angehört, als ob der hinter mir kommt. Ja. Komm mal hier rüber. Also mir geht ja so ein bisschen die Pumpe gerade. Ja, nicht rennen. Ja, nicht rennen. Okay. Jetzt kommen die scheiß Zombies von überall her. Boah, hier schmatzt es aber auch. Das Doofe ist, die kommen ja dann hinterm Zaun auch angerannt. Naja. Boah, ja, jetzt kommt, dürfte da inne kommen. Ja. Zombie, Olle. Die hechelt ja schon. Oder kommt die jetzt von hier hinten? Ich glaube, von links, von der Zaunseite kommt sie. Ja, so. Halt du mal vorne. Nee, kommt nee, von mir hinten. Warte. Ah, du hast mich getroffen. Oh. Vorsicht, lass, ich mach die mit. Ups. Da kommt noch mal einer. Pass du lieber bei dir da auf.
Okay. So. Sind die? Ja, die wissen aber auch nicht, wo wir sind. Ja, weiß ich nicht, weil relativ viele Zombies schon unterwegs sind. Ja, oder die waren clever und sind auf irgendeinem hohen Berg außerhalb und einer und gucken mit Feldstecher jetzt, wo wir genau lang rennen. Aber ich hoffe mal nicht. Hier ist dicht. Ja. Okay. Also kann schon mal nichts kommen. An den nächsten Zaun ran. Aber ich höre schon wieder, da kommt einer auf jeden Fall. Zombie meinst du? Ja, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Ich schaue schon mal die Häuser vor mir. Aber irgendwie, das ist, glaube ich, ein geschlossenes, ne, da hinten. Also ich glaube nicht, dass sie auf dem Berg sind. Da kommt nochmal Eis. Oh, die Ecke sieht soweit auch schon mal sauber aus. Oh oh. Was? Oh, hier ist aber ganz schön offenes Gelände. Ja, deswegen. Oh 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 oh. Aber hier ist ein offenes Haus, glaube ich. Nee, ist nicht. Ach du Scheiße. Bestimmt gleich irgendwo oben. Kann man hier alles hoch? Ich kenne mich hier gar nicht aus. Nee. Da ist ein normaler Palettenstapel los. Aber da ist ein Loch und dann geht's zur Feuerwehr. Hier stöhnt irgendwo einer. Steht der? Ach, der da geradezu. Okay. Da ist dicht. Nee, da brauchst du nicht lang rennen. Wir müssen hier durch. Okay. Shit, dass du keinen Schalldämpfer hast. Ja, den letzten Schalldämpfer hatte ich, glaube ich, bei der letzten Aufnahme. Weißt du schon, wo wir so gefickt. Eigentlich auf der Seite ist offen, glaube ich. Ah, das ist sehr gut. Ob die sich auch so antun? Ja. Oh, da kommt, glaube ich, was. Oder? Gar nicht. Ui. Boah, das ist ein richtig angespanntes Spiel. Vor allem, weil wir es ja gar nicht so kennen. Aber ich glaube, so hätten wir uns das letzte Mal, wo richtige Feinde waren. Pass auf, da. Kopf. So hätten wir uns auch verhalten sollen. Das A-Cook ist schon eine ganz gute Wahl. Ja. Aber ein bisschen. Ja, bei denen weiß man jetzt nicht, ob die. Wir bleiben ja jetzt nur zusammen, ne? Und, kann ja auch sein, dass die sich trennen. Weißt du, wie ich meine? Deswegen gucke ich ja schon immer nach hinten und so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die irgendwo liegen. Hier ist die Kaufhalle. Ja, und abwarten, ne? Ja. Und wir arbeiten uns hier vor. So, ist das die Post hier auf der einen Seite? Links ist jetzt die Kirche. Gibt. Kirche? Zombie? User joined your channel. Jetzt ist irgendeiner mit reingekommen hier. User left your channel. Was machen die denn? Spionieren.
User joined your channel. Hallo? Ja, User left your channel. Und wenn sie nichts sagen, dann hören wir ja nichts. Spionieren sie. Ich glaube, hier ist zu offen. Auf jeden Fall. Gehen wir mal wieder zurück, langsam, oder? Also ich habe jetzt noch für die Aufklärung 17 Schuss. Danach muss ich mal Magazinswechsel machen. Das macht er automatisch. Okay. Die uns schon gesehen haben? Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Ich krieg langsam so ein bisschen einen Krampf im Finger. Ja, durch das Kriechen, ne? Ja. Ja, man weiß ja auch nicht, wo sie stecken. User joined your channel. Ja, und Fallapfel sollte nicht mal aufhören damit. Das irritiert, weil ich den TS ja nicht sehe. Oh, treff die bloß. Ich hab das Gefühl, dass die irgendwie in der Kirche sind. Meinst du? Also da ist die Feuerwehr. Warte mal kurz ab. Ich geh mal auf die andere Seite rüber. Kommt da irgendwo schon wieder ein Zombie? Ich höre euch doch. Ja, da geh aber nicht im Kriechgang, da lauf normal rüber. Okay. Dann drüber. Aber hier bewegt sich auch echt kein Zombie. Sind die? Beine. Ah, hier kommt jetzt das Loch in der Wand, hier wo wo Schweizer mit der Schrot durchgeschossen hat, oder? Nicht, dass Blackie den gleichen Plan hat. Nö, sieht sauber aus. Finden wir denn jetzt hier kein Haus oder so? Schon echt. Ja Leute, das ist ziemlich anspannend. Also man ist ziemlich angespannt. Weil die können ja jederzeit von hinten kommen, wo man nicht weiß. Boah, ist da das Gras da am Zaun so scheiße hin und her gewackelt, da dachte ich jetzt schon, da kriecht einer. Ob die auch so langsam und taktisch vorgehen? Ja, sicher. Kriechen bestimmt irgendwo rum. Die Häuser sind ja auch, das da hinten ist glaube ich auf, aber so weit am, vom, so weit weg glaube ich nicht. Wir haben hier vorne einen Zombie. Hm. Den muss ich mal kurz ausschalten, bevor er rumläuft. Also hier um die Ecke ist doch die Polizeistation, ne? Da ist... Oh, da ist noch einer. Wo? Hier, links von dir. Kommt jetzt. Oder kam. Ja, jetzt hat der geschrien und die haben das nicht gehört. Ich glaube, die Geräuschkulisse ist relativ gut eigentlich. Ich könnte wetten, die sind in der Polizeistation. Irgendwie habe ich so einen. Da hinten kommt noch einer auf uns zugelaufen. Knallst du ihn mal kurz ab, da drüben? Oh. Achso, nee, der geht jetzt woanders lang. Okay. Na gut, zur Not könnte ich auch mit einem Samurai-Schwert. Ja, geh lieber zu deinem Bauernhof. Bewegt sich halt echt auch so gar nichts.